Servus YouTube, das Schwein von heute ist der Schinken von morgen und damit herzlich willkommen bei Wolfsrudel. Wir spielen heute Spec Ops The Line. Noch ein paar Randinformationen: Das Spiel ist von Yaga Development, der Singleplayer, der Multiplayer von Darkside Game Studios und Publisher ist 2K Games. Ich werde euch heute die erste Mission zeigen, das erste Kapitel. Weil, ja, um euch quasi einen Einblick zu geben in das Spiel, wie es, was überhaupt abgeht und so, ja. Ich werde nicht alle Missionen let's playen, sondern nur 4 oder 5. Und ich werde jetzt mal auf leicht spielen. Auf Fubar, ja, gar nicht mal möglich freizuschalten. Ja, leicht. Aber es ist eigentlich schon sehr hart, das Spiel. Ja. Vielleicht ein bisschen Vergleich zu Ghost Recon Future Soldier finde ich es eigentlich besser gelungen. Es ist zwar beides taktisch, obwohl Ghost Recon Future Soldier mehr Taktik dabei ist. Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper 1 Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Das ist der Typ, den wir suchen. Damals die ersten Stürme in Dubai habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war hier vor haben 6 Monaten. Das zerstörte Dubai. Von Sand bedeckt. Vor 2 Wochen fingen wir diesen Funkspruch auf. Spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele. So, jetzt sind wir da. Zu viert, glaube ich, oder zu dritt. Captain Walker! Weiß ich gar nicht mehr, ich glaube so. Was gibt's, Logo? Dritt. Es gibt ein Problem, Sir. Das Delta Squad. Geht's in die Mission? Nein, Sir. Um dann wende dich an den Lieutenant. Zu finden, um irgendein Lebenszeichen für den zu finden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir. Klappe, Idiot. Das ist Captain Walker, den wir spielen. Willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards. Die Grafik ist eigentlich wirklich nicht schlecht. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. So. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Jetzt spielen okay, wir mal. In Deckung gehen. So sieht er aus. Die Grafik ist wirklich gut. Kann ich nicht klagen. Noch eine Pistole. Mit Leertaste gehen wir in Deckung. Und dann springen wir über eine Deckung drüber. Also auch wirklich sehr schön gemacht. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, ob das da oben der Bettstube ist, heißt noch keine Ahnung. Alles klar. Ganz zufällig liegen hier genau 3 Seile runter. Ganz, ganz zufällig. Naja. Ist in vielen Games so. Es reicht, also. Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission.
Was für eine Mission? Hey, Lambo. Wir finden hier einen toten Hund cool. Im Puls. Unsere Befehle sind klar. Was haben wir hier denn? Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Ja, hey, überall Sand. Das... Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir es hinter uns. So, finde die Quelle des Funksignals. Hey, ist da wer? Das haben ist wir gleich. Jemand? Vergiss es. Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagt, ihr seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde wir labern echt nur Scheiß, echt, ey. Ich hab's angefangen und beobachtet uns. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Hier scheint's zu sein. So. Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Von hier kommt das Funkspruch. Das ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Oh, Scheiße. Oh, oh. So könnte man das auch sagen. Ein toter Ami. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Was tun Sie? Verdammt, wer sind die Kerle? Flüchtlinge! Überlebende des Sturms! Ist doch gut. Wir sollten den Stab anfunken und Bescheid sagen. So. Nur zu! Die hören bestimmt auf zu ballern, damit du telefonieren kannst! Weniger reden, mehr schießen! Können wir die alle mal? Ausgeschaltet! Bin unterwegs! Ich lade nach! Räumt den Bus! Schon dabei! Verstanden! Räumen! Ziel am Boden! Ja. Jetzt geht's! Los! Über in den Bus rein. Los, weiter! Hinten raus! Ja, ein schönes MG haben wir auch noch hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und weiter geht's. In Deckung! Wo steckt der? Reklametafel da drüben! Sag Bescheid und ich schalte ihn aus. Erwarte Befehle, Captain. Lugo, schalt ihn aus. Ja, Sir. Alter, na klar. Ich bin weg! Weil es wegen einem Schuss runterfällt, naja. Oben auf dem Boss! Schalt ihn aus! Ziel ist in Sicht! Tango neutralisiert! Gegner ist tot! Da kommen noch welche aus dem Frachtcontainer! Ja. Rüber zu dem Container! Das Gameplay, das Feeling ist eigentlich wirklich sehr gut. Man kann auch wirklich gut zielen. Die Tür! Okay. Das ist auch immer geil. Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Ja, schon. Was war denn das?
Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrol. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Scheiße, Marsen hat's erwischt. Wir brauchen Hilfe. Logo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt! Kontakt! Tango erledigt! Ich lade nach! Auf dem Schub! 12 Uhr! So. Geht ja schon mal richtig geil los am Anfang. Da ist einer, okay. Ziel ist tot. Hier lang. Da kann man gar nicht so viel sagen, wenn die da alle rumballern, weil es viel zu laut ist, sodass man die Stimme sowieso nicht Mayday, hört. Mayday, wir Alpha Patrol. Erbitten sofortige Unterstützung. Hört uns jemand? Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Marsen ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Aha, der hat einen Tar 21. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Ah ja, jetzt auch mit X Schalldämpfer, genau. Ziel ist tot. Einer weniger. Los, weiter, aber unauffällig. Da sind sie! Ich bin in Deckung, ich lade nach! Ja, jetzt haben sie uns, glaube ich, gesehen. Ich sag doch! Tragfläche! Gegner ist tot! Ja, fuck, fast tot, ey. So, der ist auch tot. Vorsicht! Tango will vorrücken! Sie sind jetzt da drüben! Los! Das ist unsere Chance! Ja, das Laufen ist genauso wie bei Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Das ist dasselbe irgendwie. Ja, schön blutig, aber die Leiche sieht da irgendwie Blut aus. Ja, gut. Geht. Gibt's für die auch einen Schalldämpfer? Ja, gibt's auch. Komischerweise hat der für alles einen Schalldämpfer dabei. Hey, hier rüber! Haltet sie auf! Los, Feuer! Auf dem Weg! Scheiße, die sind im Flugzeug! In dem Durchgang! Achtsam, die könnten überall sein! Kommt, da lebt er noch. RK? Ein paar Spasten eliminieren. Rebellen oder was auch immer das sind, noch weiß man es nicht. Doch, Rebellen. Okay, die erschießen gerade und zwei Typen von der 33. Rette Alpha-Patrouille geschafft. Schnell, sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar. Aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? Ich habe keine Ahnung, was das Nest überhaupt ist. Oder? Das ist alles scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Verreckt.
Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Noch weiß man es nicht. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir ihnen. Ich will ja nichts sagen, aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlsverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So postapokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Die Kerle haben 4 Soldaten getötet und einen weiteren gekidnappt. So, das war's für mich erstmal. Das war jetzt die erste Mission, das erste Kapitel. Feind in Sicht, greifen wir an. Ja, ich werde. Das nächste Kapitel wird vielleicht irgendwas mit 5, 6, 7 sein. Also immer wieder ein paar Sprünge dazwischen. Jetzt passiert ja wieder kämpfen. Das ist eigentlich die ganze Zeit so. Wieder ein paar abschießen und so weiter. Geht's halt immer weiter. Na gut, dann bis zum nächsten Part. Jo, macht's gut.